Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zu einem weiteren Film in der Reihe Vergessen, die in Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Ausstellung im Historischen Museum und eben auch in Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum hier läuft. Diese Reihe gibt uns jetzt die Gelegenheit, endlich mal wieder einen Film von Christoph Hübner und Gabriele Voss zu zeigen. Das sind die beiden, die da stehen. Beide Filmemacher sind gekommen, im Gegensatz zu dem, was im Programm steht. Sie machen zusammen seit den 70er Jahren Filme. Ich kann mich erinnern, der erste Film, den ich von Ihnen gesehen habe, war Huckinger März. Später kam dann der Film über Alfons S. dazu oder die Filme über die Zeche in Prosper Ebel. Noch später der Film über Van Gogh und noch später Anna Zeitland. Vor einigen Jahren haben Sie einen Film über Thomas Harlan gemacht, der hier leider nicht lief. Ich hoffe, dass wir den eines Tages mal spielen können. Und heute Abend Ihr letzter Film, Nachlass. Oder nee, ihr habt danach noch einen Film im Zusammenhang gemacht, ne? Okay. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Er hatte die Uraufführung auf der Leipziger Doc-Filmwoche 2017 und lief letztes Jahr auch im Kino. Wie ich gerade höre, ist das ein ganz ungünstiger Termin heute Abend, weil das Fritz-Bauer-Institut eine Veranstaltung mit einem sehr ähnlichen Thema hat, das der Film heute behandelt. Also ich gebe euch jetzt nochmal das Mikro und wenn ihr noch was sagen wollt, dann ansonsten stehen die beiden Filmemacher hinterher zur Diskussion, Fragen, Kritik, Lob und so weiter zur Verfügung. Danke. Nur zum Lob. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind und trotz des schönen Wetters und dieser Parallelveranstaltung. Soll ja zu Filmen vorher nicht so viel sagen, wollen wir auch nicht. Irgendwie ist es ein Film, an dem wir 3 Jahre gearbeitet haben. Ist ein Film nicht so sehr über die Vergangenheit als über die Gegenwart oder was man aus der Gegenwart, in der Gegenwart mit der Vergangenheit anfängt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, kann man nicht sagen, aber viel Interesse und ein bisschen Geduld. Das ist kein Actionfilm. Gut, danke. Ja, es ist jetzt natürlich schwierig, über den Film zu reden. Es muss erstmal verarbeitet werden. Ich kannte ihn auch nicht. Aber vielleicht, ihr müsst dahin, in die Mitte. Wir müssen es nicht setzen. Aber vielleicht fange ich einfach mal an zu fragen, wie kamt ihr auf das Thema? Wie ist der Film entstanden? Und wie habt ihr die Protagonisten gefunden? Gleich mehrere Fragen auf einmal. Das eine ist, das ist ein Thema, was uns schon längere Zeit begleitet oder beschäftigt, unter dem Obertitel Kinder und Enkel, der von dir eben genannte Film Thomas Harlan, Wandersplitter über Thomas Harlan, war auch schon ein Film, der zu dem Thema war. Thomas Harlan ist der Sohn von Veit Harlan, bekannter sogenannter Nazi-Filmregisseur. Ursprünglich gab es den Entwurf einer, wir nannten das Topographie der Erinnerung. Also das, nachdem wir uns mit Thomas Harlan als einer Person beschäftigt haben, nochmal den Blick zu weiten, also einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, sozusagen auf die Landschaft der Erinnerung, wenn man das so nennen kann, die Landschaft der Erinnerung oder des Umgang mit der Erinnerung an den Holocaust oder an die dunklen Jahre in Deutschland. Und aus dieser Topographie der Erinnerung, das waren auf der einen Seite diese privaten Erinnerungen, die jetzt in dem Film in der Hauptsache sind, von Einzelnen. Es gab aber auch eben zu gucken, auf wie ist dann die offizielle Erinnerung, also zum Beispiel in
Buchenwald in der Gedenkstätte, wo gerade diese Ausstellung neu konzipiert oder die alte abgerissen und eine neue aufgebaut wird. Oder in dieser zentralen Stelle in Ludwigsburg, wo diese ganzen Akten, das fand ich immer eine ganz faszinierende Vorstellung, da sind sozusagen in diesen Aktenschränken ist die ganze Tätergeschichte in Karteikarten gesammelt. Das sind alles so Sachen, oder dieses mit den Stolpersteinen. Wir waren noch bei anderen Institutionen auch. Das wollten wir alles in einen großen Film machen, und dann hatten wir irgendwann das Gefühl, dass die Sachen nicht, dass diese Ebenen nicht zusammenpassen, also das Private und das Offizielle. Also haben wir das rausgetan. Die Restbestände sind jetzt noch diese kleinen Episoden, die dazwischen sind, von Buchenwald oder in Ludwigsburg. Und es gibt, das muss man sagen, aus diesem anderen, sozusagen dem öffentlichen Teil der Erinnerung, gibt es, wir nannten das Passagen, frei nach Benjamin, gibt es eine Zusammenstellung von einzelnen Filmen, die aus Interviews oder aus kleinen Porträts noch bestehen. Die kommen auf die DVD, aber der Verleiher Filmkinotext will das auch parallel mit diesem Film ab Mai, Juni anbieten, dass man die auch zusammen im Kino zeigen wird. Wir werden sehen, wie die Erfahrung damit ist. Ja, wie wir die Leute gefunden haben, kann vielleicht Gabi noch mal kurz erzählen. Ich habe ja auch ein Mikrofon. So. Ja, ich dachte auch noch mal zu der Frage, was hat uns zu dem Thema bewogen? Es war ja auch unterschiedlich. Also wir kennen, glaube ich, alle, aber unterschiedlich zwischen uns beiden zum Beispiel diese Erfahrung mit Schuld- und Schamgefühlen auch. Also ich wurde zum Beispiel in Frankreich oft darauf angesprochen, oder wenn ich in Frankreich einen braunen Pullover anhatte, dann machte schon jemand eine Bemerkung. Und du hattest ja auch so eben diese Frage, da gibt es irgendwie sowas Diffuses, mit dem man selber auch umgeht und mit der Familiengeschichte auch. Man weiß was, man weiß auch Dinge nicht und so. Und einfach diesem Gefühl mal nachzugehen, durchaus mit unseren unterschiedlichen Gefühlen dazu, das war ja eigentlich auch ein Beweggrund, diesen Film zu machen. Und im Laufe der Recherchen war eigentlich für mich auch nochmal diese Frage, diese deutsche Seite stärker anzugucken. Also wir kennen ja viele Filme auch, die mit dem Holocaust umgehen und sich mit den Opfern und deren Leid beschäftigen. Und irgendwie, es gibt zwar auch ein paar Filme, die sich mit der deutschen Täterseite beschäftigen, aber also das war für mich doch auch etwas, dass ich dachte, wenn wir mit diesem Thema nochmal umgehen, dann geht es eben auch um die eigene Familie. Irgendwo war ja, aus allen Familien waren alle Eltern oder Großeltern irgendwo. Wo waren sie? Und darüber ist ja wirklich wenig gesprochen worden oder wenig erzählt worden. Und ich finde das eigentlich interessant, dass die dritte Generation da nochmal wieder nachfragt und das auch nochmal gerne wissen möchte, was eben die Großväter oder die Großmütter eben gemacht haben. Ja. Und auf die Frage, wie habt ihr die Protagonisten gefunden, das ist sehr unterschiedlich. Wo recherchiert man? Also ich habe zum Beispiel auch am Anfang im Internet recherchiert, und da war dann diese Gruppe, die, wo eben der Peter aus dem mit dem ungarisch-jüdischen Hintergrund und die Erda mit dem Vater aus dem Reichssicherheitshauptamt, dann in dieser Gruppe, die arbeiten auch schon sehr lange und haben eben eine Seite im Internet, die so ein gewisses Stichwort, eben vor allem intergenerationale Weitergabe war da so ein Stichwort, und das hat dann gleiches Interesse geweckt und wir haben Kontakt zu denen aufgenommen, nicht? Die beiden, der Mann mit dem Koffer und die Frau, die am Anfang die beiden Fotos von ihrem Vater zeigt, die haben wir in Neuengamme kennengelernt. Das ist eine der, so wie ich das jetzt sehe, wenigen Gedenkstätten, die diesen Begriff vom KZ vielleicht in dem Sinne aufbrechen, dass sie sagen, wo Opfer sind, sind auch Täter.
und diese Frage nach den Tätern eben dort ganz explizit stellen und solche Workshops anbieten. Ein Täter in der Familie heißen die. Noch nicht sehr lange, seit ein paar Jahren auch mit Schwierigkeiten, weil diese Frage ja, wie oder was oder soll man dieser Täter überhaupt oder wie soll man an sie denken und so weiter, da doch auch dann sehr heftige Debatten ausgelöst hat. Aber sie machen das eben und da haben wir eben die beiden kennengelernt. Die Adi hat der Christoph bei einer Führung in der Topografie, fiel die einfach auf, weil sie das irgendwie auf eine Art machte, die eben anders war als sonst. Und ja, dann hast du sie angesprochen, nicht, ob sie... Das waren aber, es muss man jetzt so sagen, das klingt jetzt einfach so alles, man geht da einmal hin und so war es natürlich nicht, sondern es waren dann mehrfache Begegnungen und Gespräche und bis dann sozusagen die, ich muss auch sagen, alle, die da im Film zu sehen sind, sind zum ersten Mal in diese Form der Öffentlichkeit gegangen, also dass jetzt sie als Publikum eben diese Geschichten erfahren können. Die haben sich vorher alle mehr oder weniger in so einer Halböffentlichkeit oder vertrauten Öffentlichkeit bewegt, eben wo eben ein Täter in der Familie, dann waren da noch andere, wo das auch so war, oder die beiden aus der Packgruppe, wo eben Kinder und Enkel von Täter- und Opferseite schon seit sehr vielen Jahren im Dialog sind. Und ja, also insofern. Und das war für alle eigentlich jetzt nochmal ein Schritt, in diese Art von Öffentlichkeit zu gehen. Und das ist natürlich dann auch nicht so leicht. Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass die Idee, die Nachfahren der Täter und die Nachfahren von Opfern zusammenzubringen, im Film sehr früh schon da war? Hat sich ergeben, ja. Wie es ist beim Dokumentarfilm, also man hat erstmal sozusagen wie so ein allgemeines Interesse an etwas und sucht und lässt sich dann auch leiten von zum Teil auch Zufällen. Und wir haben mit mehreren gedreht, es sind zwei noch rausgefallen aus dieser jetzigen Versammlung von Geschichten. Aber irgendwann haben wir festgestellt, dass das zusammengehört eigentlich. Was nicht unumstritten ist, das haben wir auch in den Reaktionen auf den Film zum Teil gemerkt, also dieses, dass Opfer und Täter sozusagen in einem Film zusammen sind. Aber das war uns wichtig. Ich glaube, das ist auch an der Zeit, sozusagen das Ganze in Dialog zu setzen. Es gab mal einen Film, der hieß Unversöhnliche Erinnerungen von Klaus Volkenborn, Johann Feind und noch jemandem. Wo ein Bundeswehrgeneral und ein Maurer ineinander geschnitten sind, die beide im Spanischen Bürgerkrieg, der eine auf Seiten der Faschisten und der andere auf Seiten der Republik gekämpft haben. Bei euch sind die Erinnerungen ja sehr versöhnlich. Versöhnlich? Ja. Das Interessante finde ich eigentlich eher, dass, persönlich käme mir nicht in den Sinn, aber das Interessante finde ich, dass sie voneinander lernen. Also das, speziell jetzt in dieser Packgruppe, also der Peter und die Erda. Ich finde das fast eine Ungeheuerlichkeit, dass Peter sich überlegt, er muss sich von sozusagen auch von seinen Eltern oder von der Last, die Eltern für ihn bedeuten oder das Schicksal der Eltern für ihn bedeutet, muss er sich distanzieren, um objektiver sein zu können gegen jemanden wie Erda. Ja? Ich glaube, dass mit ihrem Täterhintergrund, dass dieser Dialog überhaupt möglich ist, fordert ja von den Einzelnen ungeheuer viel. Das kann man auch, den Kreis kann man viel größer ziehen. Das könnte man für, was weiß ich, Israel und Deutschland oder was auch immer, also auch für die Politik, glaube ich, kann man ähnliche Fragen stellen. Das ist nicht versöhnlich, sondern ich glaube, das ist ein Weg, der aus dem Dialog oder aus der Bereitschaft zum Dialog, glaube ich, entsteht. Und jetzt kommt von bei Erda und Peter in dem Film ist es so, dass sie, was Gabi sagte, dass sie diese Geschichte des Dialogs schon hinter sich haben. Ja. Aber was sie erzählen,
oder auch andeuten in dem Film und uns erzählt haben, dass das auch mit ganz großen Schwierigkeiten und Konflikten abgegangen ist. Das war nicht so ganz einfach. Gibt es denn irgendwelche Fragen von Ihnen? Dann komme ich mit dem Mikrofon zu Ihnen. Dass ihr euch konzentriert in dem Film auf die Auseinandersetzung mit der Elterngeneration. Und das ist so der Schwerpunkt für mich. Und dass man auch so mitkriegt, eigentlich, wie dass es eine Vielzahl und eine Vielfalt von Auseinandersetzungen da gibt. Und die offiziellen Institutionen, Gedenkstätten und so weiter gehören ja auch dazu, aber eigentlich ist es interessanter, auch was von den einzelnen Menschen so ausgeht. Und dann habe ich gedacht, das ist ja eine Generation, die gibt es auch bald nicht mehr. Und von denen nochmal auch wieder was mitzukriegen oder zu wahrzunehmen, zu lernen. Das finde ich auch an dem Film ganz toll. Also die gibt es bald nicht mehr. Und hier kann man noch sehen, wie sich die Kinder direkt mit denen, die sie mal geliebt haben oder immer noch lieben und die sie dann als Mörder erkennen müssen und wie sie damit sich auseinandersetzen. Also das finde ich sehr stark in dem Film, das jetzt mal so konzentriert in den Film zu bringen. Und ich denke, es ist ja eine Wahnsinnsarbeit. Ne? Auch diese Wahrnehmung, die ihr dann habt, dass ihr diese Geduld und Aufmerksamkeit und nicht so dieses Zugreifen. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Na gut. Danke. Also, was mir zwei Dinge. Einmal, der Punkt, dass die Israelin gesagt hat von ihrem Großvater zitiert, dass Auschwitz, dass diese KZs Museen seien. Und das kommt ja auch rüber. Und da stellt sich für mich die Frage, ist das wirklich so sinnvoll, in der Weise diese Orte zu begehen? Was entsteht da bei den jungen Menschen, ja? Entsteht da das, was eigentlich gewollt ist? Also das finde ich alles sehr fragwürdig und das zeigen auch die Bilder. Und was ich sehr drastisch fand auch, wie die Herstellung von diesen Stolpersteinen, wenn ich daran denke, da kommen mir schon die Tränen, dieser Schlichtheit einfach auch. Und diese differenzierte, was eigentlich nur der Dokumentarfilm meines Erachtens möglich macht, wie jeder einzelne dieser Nachkommen der Täter damit umgeht und wie fein, ja, ihr habt es ja geleistet, weil ihr einfach die Kamera da hattet und die haben eben gesprochen und entwickelt dabei auch möglicherweise, ja. Und da waren solche Schattierungen, bei dem der von seinem Vater erzählte, das war ja fast stolz, wie der da Jagdflieger war, dass er sich so stark mit ihm identifizierte und wie er den Flieger beschrieb. Ja? Also diese Töne, das alles wurde ja sichtbar. Und das finde ich auch wichtig, dass das so sichtbar wird. Ja? Denn was wissen wir? Wo sind wir gerade? Ja? Also, Dankeschön. Um mich da kurz anzuschließen in dem Lob, dass Sie diese Zähigkeit und Widerständigkeit bei der Recherche sehr gut zeigen. Der Film hat ja auch was ganz Zähes und Mühseliges, diese Arbeit, die Bindungen aufzulösen oder diese Bindungen anzugehen, eben an die, in dem Fall Väter, auch die Mütter. Aber ich bedauere gleichzeitig, dass Sie diese Recherche selber nicht so prosaisch zeigen. Wir wissen nicht, und deswegen war ich sehr neugierig auf diesen Film auch, wir wissen nicht, welche Archive sie aufgesucht haben, welche, also diese gezeigten, die an diesen, der Auflösung der Bindung oder der Wiederherstellung der Bindung, das ist ja offen,
oder der Bewahrung der Bindung, manchmal fast schon nach dem der Wiese, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass, deswegen auch diese Versöhnungsbegierde auf allen Ebenen, das zeigen sie alles, auch schmerzhaft, diese Brunst, warum soll man sich überhaupt versöhnen und so weiter, ich will das aber jetzt nicht ansprechen, das spricht ja für sich selber in dem Film, dieser offene Widerspruch, der sich nicht über, warum Brücken schlagen, warum? Es geht doch immer nur um die Bindung an die Eltern aufrechtzuerhalten, offenbar. Es wird ja nicht wirklich diese Frage der Schuld, die nur für das Kollektiv bestand, das Schuldige, die aber für die Nachgeborenen eine Verantwortung ist, keine Schuld, wieso denn Schuld, aber eine Verantwortung, eine Arbeit, die über Generationen geht, das ist alles so privatisiert und das zeigen sie sehr schmerzhaft, aber sie stellen es, denke ich, auch nicht so in Frage, dass sie zeigen, was haben sie denn gemacht, um das rauszukriegen, denn sie sind ja alle schon ziemlich alt, bis sie mal angefangen haben, auch über ihre sogenannte 68er bewegte Zeit und so weiter, dann mal wirklich zu gucken, in welche Archive sind sie gegangen. Sind sie in das Ludwigsburger Archiv gegangen? Geht das überhaupt? Sind sie gegangen ins, zu dieser Zentralstelle Ludwigsburg? Sind sie gegangen in das, wo die Wehrstammrollen zu überprüft werden können, die Kriegstagebücher, das Berlin Document Center, nur um diesen drei zu wählen. Wie haben die das gemacht? Das ergibt sich nicht von selbst. Es wird so gern gesagt, mach das doch mal. Wie haben die das gemacht? Und das fehlt mir in dem Film. Zu viel wird über Versöhnung und über diese eigene Befindlichkeit gesprochen. Und es ist ja auch eine Szene, die da entstanden ist, der Befindlichkeit und dieses Dialogs und sie die Augen schauen und sich versöhnen. Das finde ich berührt unangenehm, aber sie zeigen es schmerzhaft und öffnen es. Also die sind natürlich in diesen Archiven gewesen, die sie nennen. Das war aber für uns eben alles vorbei. Sie waren da, bevor wir den Film machten. Und insofern wäre das, sagen wir mal, eine Erzählung von ihnen gewesen oder es wäre so ein eben informativer Teil gewesen. Und da haben wir eigentlich uns entschieden, dass wir also diese Information, also sofern das eine Information, reine Information ist, eher weglassen, zumal die Menschen da das, was sie in den Archiven dann gefunden haben, das zeigen sie ja. Also sie zeigen die Akten, sie zeigen diese SS-Fotos oder also das, was sie dort bekommen haben, das zeigen sie. Bei dem Mann mit dem Koffer war es ganz besonders schwierig. Also ich glaube, das muss man sich auch immer noch vorstellen. Er hat eigentlich eine Verabredung mit seinen Brüdern, dass der Koffer verschlossen bleibt. Und er bricht in dem Film insofern dieses Versprechen, als er zumindest sagt, was in dem Koffer drin ist. Aber der Koffer bleibt auch im Film verschlossen. Das wäre für ihn ein Riesenschritt gewesen, also dieses Versprechen gegenüber den Brüdern oder Geschwistern so zu brechen, dass er den jetzt aufmacht und die Dokumente da rausholt. Und das war zum Beispiel etwas, was wir uns jetzt so gar nicht gestellt haben, wie tief manchmal der Riss auch in den Familien selbst ist. Ob man da nun graben soll oder nicht graben soll. Die Frau mit der blauen Bluse, die sagt ja am Ende den Satz, in meiner Familie war ich es, die es gemacht hat. Und da gibt es eben andere, die da finden, das soll man gar nicht machen. Ja. Und diese Dimension, das meinte ich eben auch mit diesem Schritt, dass überhaupt dann auch in die Öffentlichkeit, zum Beispiel auch die Erder, die dann diese Mappe, diese schwarze Mappe, wo dann diese Akte über ihren Vater und diese Körpervermessung und sie hat davon gesprochen, dass sie die aus diesem Berlin Document Center bekommen hat und aber sofort in den Schrank getan hat und nicht wieder aufgemacht hat. Und wir waren so in der Situation, dass dann denkt man als Filmemacher, ach Mensch, zeig doch mal die Akte. Und gleichzeitig hat man gespürt, was ihr das bedeutet, diese Akte aufzumachen. Und dann hatten wir gesagt vor den Gesprächen, jeder möge ein Teil mitbringen, was ihm in dem Zusammenhang ganz wichtig ist. Dann brachte die Erda diese Akte mit, ohne dass wir jetzt gesagt hatten, bring die doch mit. Da war das von ihr ein Schritt, die zu zeigen. Und auch der Peter sieht die zum ersten Mal. Und
was das bedeutet, sich überhaupt so zu öffnen und in eine, eben sage ich mal, so eine anonyme Öffentlichkeit wie hier jetzt damit zu gehen, das habe ich mir selber so nicht vorgestellt. Und es war mir und oder uns beiden, glaube ich, letztendlich wichtiger, dass man dann diese Dinge spürt, als jetzt die Information zu geben, das können Sie im Berlin Document Center finden oder in Ludwigsburg in der zentralen Stelle oder so weiter. Hat auf diese Menschen, wie sie umgehen mit der Vergangenheit, nicht wieder dann abzulenken damit, dass man jetzt zurückgeht in die Vergangenheit, die ist sowieso präsent da, sehr deutlich und schwer, aber dass diese Konzentration auf, wie gehen die damit um und da nicht jetzt weiter, also das finde ich eigentlich gerade gut an dem Film. Vielleicht eine kurze Bemerkung auch noch dazu, eben war die Rede von Schattierung oder von kleinen Gesten. Uns ist auch wichtig, auch in den anderen Filmen, die wir gemacht haben, die Sie kennen, dass wir nicht sozusagen wie ein Journalist an jemanden gehen und sozusagen eine Reihe von vorbereiteten Fragen haben, das und das und das, sondern dass sich auch ein Gespräch ergibt und dass man vielleicht auch jemanden beim Denken zusehen kann. Es sind ja eine ganze Reihe von Pausen auch. Ja. Erst dadurch kommen vielleicht auch diese kleinen Schattierungen oder kleine Gesten auch zustande, die vielleicht auch etwas erzählen von den Schwierigkeiten mit dieser ganzen, also mit diesem nach draußen gehen und an die Öffentlichkeit gehen, umgehen. Ja. Es gibt, ich empfinde das als etwas sehr Spannendes und auch ein Geschenk im Dokumentarfilm, dass man diese Menschen bei einem Nachdenken, auch einer Sache nachgehen, einem Thema nachgehen, dass man mit ihnen sozusagen da sein kann. Und da fallen dann vielleicht auch manche Sachen weg, die informativer Natur sind oder was auch immer. Aber diese Schattierung oder dieses Denken und auch das Kämpfen manchmal um einen Gedanken oder um eine Äußerung, also bei dem Mann mit dem Koffer, dem ganz merkt man da sehr deutlich, es ist auch ein Finden der richtigen Worte. Das ist nicht etwas, was ich schon 10-mal gesagt habe, sondern das ist ein Finden der Worte. Wie kann ich denn eigentlich das beschreiben, um was es mir geht? Oder wie kann ich die richten? Der ist Naturwissenschaftler und versucht wirklich sehr genau etwas, die richtigen Worte zu finden. Das ist ein Kampf auch gleichzeitig. Ja. Das sind so kleine Momente, die vielleicht viel mehr erzählen oder zumindest eine Form von Intensität haben, irgendwie die, wenn wir den Film zustopfen würden mit irgendwelchen Informationen, vielleicht die nicht kämen. Es gibt auch bei dem Mann mit dem Koffer diese, finde ich wunderbar, diese Geste, wo er zum Schluss sagt, es gibt auch wunderschöne Begegnungen. Ja? Also dieses, da wendet sich etwas sehr Dunkles auf einmal in etwas, was auch positiv ist. Ja? Der hat dann mit... Nee, das ist es nicht. Ich meine, was wollt ihr mit dem Film? Ihr wollt die Menschen erreichen. Und ich habe es selber gespürt und du vielleicht auch. Der Film hat mich erreicht. Aber er hätte mich nicht erreicht, wenn ich hier, wir werden ständig jeden Tag mit Informationen überschüttet. Wir können es kaum aushalten mehr, ja? Und was erreicht uns hier? Ich denke, die Mehrzahl wird hier erreicht von dem, was diese Menschen sagen, was sie fühlen, dass sie Scham empfinden oder Stolz empfinden. Ja? Das ist das Entscheidende. Und ich denke, das ist das, was ihr auch wolltet, wenn man schon so fragen kann. Ja? Also erreichen. Und ich glaube, das kommt mit diesen, wenn die Menschen sprechen dürfen, denn sie wollen ja offensichtlich sprechen, ja. Ich würde mich dem noch anschließen, was meine Vorgänger gesagt haben. Ich komme gleich. Ihr kennt sicher den Film von Malte Ludin über seinen Vater. Es ist ja offenbar schwierig oder ganz sicher schwierig, wenn man als Kind seinen Vater als liebenden oder fürsorglichen Familienvater kennengelernt hat und dann erfahren muss, dass er auch ein Massenmörder ist oder an Massenmorden teilgenommen hat. Und diesen Zwiespalt, den könnt ihr sehr gut vermitteln in dem Film. Ich komm zu Ihnen. Es gibt verschiedene Aspekte oder Dinge, die ich gerne ansprechen würde, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auf eine andere Art und Weise im Studium auch schon zu dem Thema gearbeitet gehabt. Ich habe
im Studium ein Seminar zur Gedenkstättenpädagogik gemacht. Okay. Das allererste, ich würde sagen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, Buchenwald, Auschwitz ist nicht nur ein Ort und sind nicht nur Steine. Also es war die schlimmste Nacht meines Lebens, auf dem Gelände vom KZ Buchenwald zu übernachten, und man liegt im Bett und es sind Geister da, die man sich, also es ist Kopfkino. Das ist das eine, also das sind nicht nur tote Steine. Das zweite ist, auf diese Reise damals habe ich mich vorbereitet, weil ich wusste schon, ich werde schlaflos sein, bin in die Apotheke gegangen, bin ganz blöd rumgeschlichen und habe nach einem Schlafmittel gefragt. Und irgendwann sagte der Apotheker, was ist denn, wir kennen uns so lange, quatschen Sie nicht drum rum, wofür brauchen Sie das? Und dann habe ich ihm davon erzählt, dass ich sozusagen auf die Reise zu einer KZ-Gedenkstätte gehe. Und dann guckte er mich nur nüchtern an mit dem Blick eines Naturwissenschaftlers und sagte, würde ich mir dann auch mitnehmen, alles gut, das ist gar kein Problem. Und das fand ich auch damals spannend, sozusagen wie das in den verschiedenen Professionen drin ist. Also dieses Thema schwebt überall, wenn man danach sucht. Sie haben jetzt im Schwerpunkt die Kindergeneration von Tätern und Opfern sich angeguckt. Spannend finde ich auch, also transgenerationale Traumataübertragung geht ja immer weiter, bis es vielleicht irgendwann aufgelöst wird mit einer professionellen therapeutischen Begleitung. Also ich bin mit jemandem befreundet, der ist Enkel und bei dem ist es hochgeploppt. Also der hat sich irgendwann die Frage gestellt, warum bin ich eigentlich psychisch krank? Bis er dann dazu gekommen ist, dass es der KZ-Aufenthalt halt seines Großvaters war. Das war ein Frankfurter Kommunist. Also es ist auch ganz spannend, was immer noch im Raum schweben kann. Dann wollte ich noch was anmerken, weil hier sind auch verschiedene Fraktionen im Publikum. Die Frage, das versachlichen wir das, wofür es starke Argumente gibt, wenn die Emotionen zu stark wären. Dann die Perspektive, worauf fokussieren wir, auf Individuum, auf Kollektiv, psychologisch, individualpsychologisch oder sozialpsychologisch. Aber ich denke, wir sind ja immer beides gleichzeitig. Wir sind Individuum und Kollektiv. Und deswegen glaube ich, ist es gut, verschiedene Perspektiven sich anzugucken. Das, finde ich, hat der Film ganz gut gezeigt. Und in meiner Wahrnehmung auch bei den Akteuren, das, was die Menschen mitmachen, dieses der Mann, bei dem ich die Fantasie hatte, es gibt so viel Kunst und es ist Teil von einem kunsttherapeutischen Prozess gewesen, mit dem er sich umgibt, der in dieser kindlichen Perspektive zum Teil ist. Und das machen wir, glaube ich, alle, wenn wir nicht diesen Schritt zurückgegangen sind. Diesen Schritt zurück kann man ganz gut bei dem ungarischen Mann sehen, der gesagt hat, oh, ich musste mich auch von meinen Opfereltern lösen. Ich bin kein Therapeut, deswegen kann ich Ihnen das nicht beantworten, ob das bei allen gleich ist. Aber ich fand es spannend, dass der Film so viel zeigt sozusagen an den verschiedenen Akteuren. Da gehe ich über zum nächsten und letzten oder vorletzten. Eine Sache noch, das fand ich ganz spannend. Bei der Ada, also die Frau ist Psychologin und sie ist Psychoanalytikerin. Und ich weiß nicht, ob man ein höheres Level von Selbstreflexivität erreichen kann. Aber wenn man sieht, wie stark diese Emotionen sind und wie stark sie sich in psychodynamische Konflikte begibt und dann auch sagt, mir flog alles um die Ohren und als Teil dieser Gruppe und ich bin da drin und muss da durch. Und daran zeigt man auch, wie stark dieses Thema sozusagen ist, wie unglaublich wirkmächtig Emotionen auch sein können. Und da das Letzte, ich mag das manchmal gerne, wenn man deutsches Denken verlassen kann. Also und gerade auch in Lernprozessen, weil in vielen Ländern der Welt gibt es diese notwendigen Lernprozesse, wo sich jemand Gedanken um, wie lernen wir damit umzugehen, wie arbeiten wir das in Institutionen auf als pädagogische Konzepte, wie verhalten wir uns dazu, Kambodscha, Südafrika, Ruanda, Argentinien, ganz, ganz viel. Und ich würde es spannend finden, nochmal so den Blick in der Welt auch. Wie arbeiten die das auf oder arbeiten die das nicht auf? Was unterscheidet uns von denen oder die von uns? Wir arbeiten für uns Deutsch, wenn wir in der Identität sind. Und wie macht man das woanders? Ja. Es sind immer Emotionen im Raum. So viel habe ich von Analytikern irgendwann mal gelernt. Und vielen Dank für den wunderbaren Film. Vielleicht kann ich noch mal was zu der Versöhnung sagen. Also ich glaube, jetzt
von uns aus hätte ich jetzt nicht gesagt, es muss auf jeden Fall Versöhnung her oder so. Aber von den Menschen her, denen wir begegnet sind, und da kann man natürlich auch sagen, ja, ihr habt jetzt die ausgewählt und warum keine andere, die gar keine, die das nicht wollen oder so. Aber für mich war das eben eigentlich mit auch ein Impuls, diesen Film zu machen, Menschen zu begegnen, die sagen, ich unternehme diesen Versuch mit allen Schwierigkeiten. Also die Brücken brechen auch zwischendurch zusammen und werden nur zur Hälfte gebaut oder funktioniert eben nicht. Oder Erda und Peter erzählen das ja auch, diese Geschichte mit den Ressentiments, die dann irgendwie ganz unerwartet oder letztendlich wahrscheinlich nicht an irrationaler Stelle, aber erstmal denkt man dann an irrationaler Stelle. Auf einmal kriegt man die Wut auf jemand anders. Warum eigentlich? Und als wir eben der Erda und Peter begegnet sind oder auch eben dem Bruno Ganz, Ulrich Ganz und eben diesen Versuchen auch in Neuen Gamme damit umzugehen, mit diesen beiden Seiten oder auch, sagen wir mal, auch der Adi, die aus Israel kommt und sagt, ja, wir haben immer von der Opferseite gehört, immer, aber wer ist der Mann hinter dem Gewehr? Dass da ja Menschen sind, die Adi ist jetzt dann auch dritte Generation, also Enkelgeneration, dass da Menschen sind, die diesen Schritt machen und es zumindest versuchen, hat mich bewogen zu sagen, ja, ich mache diesen Film, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es geht ein Stück über das, was wir kennen, was in vielen Filmen immer wieder thematisiert. Es macht mal ein Fenster auf, ob das das richtige Fenster ist, will ich gar nicht sagen, aber da kann man drüber nachdenken, aber auf jeden Fall macht es mal einen Blick auf, könnte man einen Schritt tun. Christoph hat eine Freundin, eine Karikaturistin, die hat eine wunderbare Karikatur gemacht, da ist jemand, der ist so der Abgrund und der ist so mit dem Schritt so, ja, aber er ist noch nicht drüben, er könnte auch noch da reinfallen. So habe ich das empfunden, dass das, und weiter ist der Film nicht für mein Gefühl, sondern eigentlich nur mit diesem Schritt über dem Abgrund, aber ein Versuch vielleicht darüber zu kommen, ob der gelingt, weiß ich nicht, da brauchst du vielleicht noch mehr Zeit und noch mehr Mühe und vielleicht geht es auch nicht, das weiß ich nicht. Also von mir aus auch vielen Dank für den Film. Was mich auch sehr beeindruckt hat, waren diese Szenen, wo der Mann mit dem Koffer, der besonders, andere genauso, so nach Worten gerungen haben und durch das Gesicht eigentlich mehr Konflikt ausgedrückt war, als durch das, was er tatsächlich dann verbal von sich gab. Aber ich habe eine relativ prosaische, technische Frage, wie der Film zustande kommt. Also vielleicht können Sie da was drüber erzählen. Sie nehmen Kontakt auf mit den Leuten, sie führen Interviews, dann haben sie das Gefühl, die packen wir zusammen, das passt zusammen. Dann erst kommen die Interviews vor der Kamera und dann ergibt sich das meiste erst im Schnitt oder wie viel Planung ist da vorher schon da, wie das inhaltlich irgendwie so zusammengefügt wird, das würde mich interessieren. Ich meine, das ist im Dokumentarfilm, aber das, was ich auch schätze am Dokumentarfilm, ist, dass der Dokumentarfilm immer etwas ist wie eine Art Expedition. Also ich habe irgendwie ein Ziel, ein Reiseziel, auch manchmal ein Tasten, ein Suchen, manchmal auch ein sich führen lassen, wenn man dafür offen ist. Also man muss nicht alles vorher im Kopf haben, was dann im späteren Film vorkommt. Und so war es eigentlich, man ist sehr offen, das ist eine schöne Zeit. Ich gehe zum Beispiel vor, wenn ein Film entsteht, gehe ich nie ins Kino, weil ich irgendwie nicht abgelenkt werden möchte durch andere Filme. Man hat so eine Art von empfindlicher Schicht irgendwie, also für vieles, was einem begegnen kann.
Dann gibt es natürlich die Sachen, die vorbereitet sind durch die Recherchen, die man macht. Dann entstehen diese Gespräche, die entstehen nicht nach dem Schnitt, sondern die entstehen vor dem Schnitt. Also man sammelt, es hat auch etwas von Sammeln, was man tut. Ein zielgerichtetes Sammeln und ein Sammeln. Und dann merkt man schon, dass das, was man als Material hat, es gibt dieses schöne Bild von Flaherty, der gesagt hat, er hat sich das Material von Nanook, hat er sich 3 Monate lang irgendwie immer wieder angeguckt, bis der dieses Material ihm erzählt hat, wie er den Film zum Schluss macht. So ein bisschen hat das was davon, man guckt sich das Material nach und nach immer an, weil ich sagen muss, das macht in Hauptsache macht das Gabriele, also die den Schnitt auch verantwortet. Und dann sagt einem zum Teil das Material etwas. Bert, der viele Filme geschnitten hat, wird darüber etwas erzählen können. Das Material sagt einem was und man hat bestimmte Ideen, mit denen man umgeht. Ja? Und ich weiß nicht, ob bei manchmal ist es so, dass wir auch nach dem Schnitt oder während des Schnitts noch weiter drehen. Bei dem Film war es, glaube ich, so, dass wir das Material relativ vollständig hatten. Und dann ist es ein sehr langer Prozess, was passt. Zum Beispiel haben wir dann festgestellt, dass diese Idee, von der ich am Anfang sprach, diese Topografie der Erinnerung, dass das nicht funktioniert. Also ein wirklicher Plan, den wir am Anfang hatten, so einen Grad sozusagen eine Art Totale zu machen, auf die deutsche Erinnerungskultur, dass das nicht geht. Dass es einfach verschiedene Sprechweisen sind. Also das Private ist eine andere Sprechweise als das, was im Buchenwald der Kurator uns erzählt hat oder der Jurist, der Chef von dieser zentralen Stelle in Ludwigsburg. Das passte einfach nicht zusammen. Das hat sich erst im Schnitt ergeben. Das haben wir so nicht abgesehen. Dann gibt es die berühmten 3,5-Stunden-Fassungen, wo man eigentlich denkt, das ist es jetzt. Also und dann in dem Fall jetzt auch das Fernsehen mit dabei war und manchmal ist es auch ganz richtig, beginnt dann ein sehr schmerzhafter Prozess, also zu sagen, das nehmen wir raus, das lassen wir drin und so weiter. Das ist ein ziemliches Hin- und Herwenden dann, ja. Naja, ich meine, ja. Sehr schön, dass Sie davon sprechen, von diesen Zwischen. Die haben auch noch eine andere Funktion. Sie setzen sozusagen etwas wie Zäsuren. Also sie setzen einen Raum zwischen die Erzählungen, in die etwas hineinwachsen kann. Oder in die, wenn wir die alle nur aneinander geschnitten hätten, ja, dann hätten die sich auch gegenseitig totgeschlagen. Man braucht sozusagen auch eine Art Reflexionsraum zwischendurch, was wir festgestellt haben. Also ruhigen Raum, da gibt es ja auch keinen Kommentar dazu oder keine Erzählung, sondern das sind einfach nur diese Beobachtungen. Ja. In die geht vielleicht das, was man mitbringt aus den Erzählungen von den Menschen, hat auch die Möglichkeit, da reinzufließen. Das sind ästhetische Fragen, auch zum Teil ganz wichtige Fragen des. Wie ist der Rhythmus eines Films? Ja? Das wird beim Dokumentarfilm ganz oft unterschätzt, wie groß der Anteil ästhetischer sozusagen Überlegungen, Arbeit oder was auch immer sind, wie viel Fehler man auch machen kann. Ich glaube, das ist richtige Formarbeit, die da notwendig ist, also die auch viel mit Rhythmus zu tun hat. Ja? Wie erzähle ich einen Film? Das ist das, was unterschätzt wird. Ich denke, auch die Montage ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil des Dokumentarfilms. Das ist das Schreiben des Drehbuchs im Grunde genommen nach dem, was im Spielfilm vorausgeht, ja, ist im Dokumentarfilm entsteht in der Montage. Deswegen lassen wir uns auch oft sehr, sehr viel Zeit für die Montage. Ich glaube, wir haben ein Jahr an dem Film geschnitten, bis er seine Form gefunden hat.
Ich wollte was zum Ton sagen. Also die Tonarbeit hat mir sehr gut gefallen. Da wird die Erinnerung richtig materiell. Also, diese Schläge. Und eben auch eine unterschätzte Abteilung des Films. Ich habe noch eine Frage, weil über dieses Making-of von Dokumentarfilmen habe ich mir bis eben ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben Gedanken gemacht. Und als Sie das so schön beschrieben haben, hatte ich so eine Assoziation in der qualitativen Sozialforschung, in den Erziehungswissenschaften gibt es was, das nennt sich ethnografische Collage. Würden Sie sagen, Dokumentarfilme sind ethnografische Collagen? Also man geht ins Feld und sammelt und versucht es abzubilden und dabei zu erzählen? Wenn du dazu hast. Collage ist ja was Flächiges meistens, ja. Also es stellt Dinge nebeneinander. Im Dokumentarfilm spricht man von, oder würde ich vielleicht eher von einer Montage sprechen, ja, also wie man Dinge zusammentut. Das Flächige ist auch eine Form, haben wir in einem anderen Film mal versucht, einen Film ganz flächig zu erzählen. Aber das Ethnografische ist sicher eine verwandte Art sozusagen zu schauen, ja, wobei unsere Art Filme zu machen, wir haben die meisten unserer Filme sind in Deutschland entstanden, also irgendwie hat uns jetzt nicht nur immer dieses Thema, aber auch andere Themen, das ist eine Art, haben wir mal gesagt, oder jemand anders hat das so beschrieben, Ethnografie nach innen, ja, die meisten gehen ja weit weg irgendwie zu den Eingeborenen, nach, was weiß ich, Papua, gehen näher, wir gucken auf das, auf uns selbst oder auf das eigene Volk. Ja, wobei, sagen wir vielleicht bei dem Film jetzt auch mehr oder weniger, aber wir sagen, was uns jetzt am Dokumentarfilm fasziniert, also wenn man es mit der Musik vergleicht, wäre eben doch dieses improvisierende Moment, dieses Arbeiten ins Offene, du hast das ja eben auch für den Anfang beschrieben. Natürlich, man hat aber nicht so was Präzises oder eben man hat keinen Drehplan oder Drehbuch oder Szene 1 bis 20 im Kopf, sondern man geht eben relativ offen, man hat eine Vorstellung vielleicht, wie die Musik sein soll und dann passieren Dinge. Also so erlebe ich das oft. Man trifft sich mit den beiden, sage ich nochmal, die im Dialog sind da, relativ offen. Man hat natürlich in gewisser Weise, wissen die auch, worum es geht, aber es gibt keine konkreten, dann sprechen wir erst über das und dann das und so eine, sagen wir mal, systematische Recherche gibt es eigentlich dann auch nicht. Und dann passiert aber in dem Moment etwas. Und das finde ich eigentlich, das ist dann auch das Material, mit dem man arbeitet. Und das finde ich am Dokumentarfilm einfach so interessant. Ja, da ist, ich empfinde das wie Musiker, die zusammenkommen und eben in dem Moment das Stück spielen. Das ist es dann auch. Ja, und es gibt nicht die Wiederholung oder sagt das nochmal oder irgendwie diese Dinge, die gibt es ja eigentlich so nicht im Dokumentarfilm. Die Montage empfinden wir manchmal, widerspricht so ein bisschen diesem improvisatorischen Moment, ja. Da kommt man auch nicht so ganz raus, dann die Improvisation der Montage zu erhalten. Aber es ist trotzdem auch in der Montage noch ein Findungsprozess. Also es ist kein, also bei uns würde ich jetzt sagen, dass man sagt, so hier ist das Material, jetzt machen wir eine Konzeption. Und dann wird nach der Konzeption der Film gemacht. Nein, das ist eigentlich so ein Findungsprozess. Man probiert etwas aus, es spricht miteinander, es spricht nicht miteinander. Man verwirft es nochmal, es kommt etwas anderes. Und so ist eigentlich der Prozess, ja. Und worum geht's? Um sich einer Wahrheit zu nähern. Und es geht doch eigentlich nur, wenn man offen und nicht mit dem Drehbuch daran geht, ja. Nur so kommst du doch dahin, dass die ihre, von ihrer Wahrheit sprechen. Die weißt du ja nicht vorher. Da kommst du nur so hin, in dieser Offenheit. Hm? Also auch mal, wir haben auch mit Joachim Kühn, das ist ein
deutscher Jazzpianist, aber von Weltrang, mit dem haben wir auch einen Film gemacht. Und der hat eben gesagt, in der Improvisation ist die Wiederholung auch in gewisser Weise hinderlich, weil man in der Wiederholung sich eine Vorstellung macht, wie es nächste Mal sein soll, und bei der dritten Wiederholung noch mehr sich vorstellt, wie es sein soll, und je mehr verkrampft man. Und er sagt also, am besten spielen und vergessen, und wenn es weit genug weggesagt ist, irgendwann später vielleicht nochmal einen Versuch starten, aber nicht dieses wiederholende Moment. Und das ist bei den Gesprächen, auch wenn Sie fragen, wie entsteht das, ist das eigentlich auch so. Also eine offene Zeit, ein offener Raum und eben versuchen, etwas kommen zu lassen eigentlich. 90. 90 Stunden, nicht Minuten. Nee, Stunden. Das ist natürlich vielleicht auch etwas, was heutzutage werden diese, auch der Film ist ja elektronisch gedreht, also es ist mit Video gedreht, nicht auf Film gedreht, und für diese Art von Gespräche, die auch ins Offene gehen können, ist diese Technik etwas, es ist ein Fortschritt, sagen wir mal so, ja. Sie geben eine andere Entspanntheit. Bei 16 mm mussten wir immer nach 10 Minuten die Kassette wechseln, das Material ist auch teuer und so weiter. Das hat auch sehr viele Vorteile gehabt. Das Drehen mit Film ist oft sehr viel konzentrierter als mit Video, wo man denkt, man kann einfach mal ins Offene drehen. Aber für diese Art von so einer Art, sagen wir mal, Suche, auch in Gesprächen oder gemeinsamer Suche oder die Improvisation, von der Gabriele spricht, da ist diese Form von Drehen, Aufnehmen mit Video ist etwas, was dem entgegenkommt, sagen wir so. Jetzt haben wir aber keine Frage aus dem Schatzkläschen. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann danke ich Ihnen, dass Sie gekommen sind, und euch natürlich auch. Herzlichen Dank fürs Zuhören.